Schön, dass wir hier zusammenkommen durften. Freue mich ganz besonders. Das ist ja das erste Zusammentreffen nach dem Ausscheiden des Amtes als Bürgermeister der Stadt Bocholt, dass ich Peter Nebelow wieder treffen darf. Also lieber Peter, herzlich willkommen. Schön, dass das möglich war. Und du wirst ja gleich noch einen wichtigen Teilaspekt, weil dir das Projekt, glaube ich, auch besonders wichtig ist. Ich freue mich sehr, hier als ehemaliger Bürgermeister der Stadt Bocholt gemeinsam mit Ihnen zu feiern, dass wir heute am 4.12.2020 diesen Anne-Frank-Freiheitsbaum gemeinsam gepflanzt haben. Bereits im Juni durfte ich bei der Pflanzung Hans Gleichenbaumes in Alten dabei sein und wir haben bei dieser Gelegenheit darüber gesprochen, dass es eine schöne Geste wäre, wenn wir auch in Bocholt eine weiße Rostkastanie im Gedenken an Anne Frank pflanzen würden. Leider war es dem Klimawandel geschuldet, dass wir diesen Baum erst heute im Dezember pflanzen konnten, also außerhalb meiner Amtszeit als Bürgermeister der Stadt Bocholt. Gerne darf ich Ihnen an dieser Stelle ein wenig über die Herkunft des Anne-Frank-Baumes, einer Rostkastanie, erzählen. Damit möchte ich die Vorzüge und die Verbindung zwischen diesem Baum und Anne-Frank hervorheben und betonen. Der Bekanntheitsgrad der Kastanienbäume ist bei uns hier in Bocholt und Umgebung sehr hoch. Warum? Ganz einfach, sie bereiten uns dreimal im Jahr beim Anblick der Bäume große Freude. Im Frühjahr, wenn die Knospen aufspringen und die warme Jahreszeit ankündigen. Im Mai, wenn wir am Baume die großen, prächtigen Blüten sehen. Und dann schließlich im Herbst, wenn die Blätter der Kastanien in jeder möglichen Farbe hell leuchten. Für Anne Frank hatte diese Rostkastanie in ihrem Versteck im Hinterhaus eine besondere Bedeutung. Sie freute sich, an diesem Baum die Jahreszeiten abzulesen. Sie wusste, dass die Samen der Rostkastanie für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt werden konnten, zum Beispiel als Tierfutter, Öl oder Mehl. Und auch, dass Teile des Baumes ein wertvolles Abwehrmittel gegen verschiedene Krankheiten genutzt wurde. Leider diente diese Kastanie der Familie Frank nicht gegen die Soldaten des Deutschen Reiches. Nach 3 Jahren, in denen Anne Frank mit ihrer Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam lebte, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, wurde sie verraten und deportiert. Anne Frank starb im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Und im Nachhinein beschrieben die anderen Insassen Anne Frank als stark und ihr Lebenswille erwies sich in der ganzen Zeit als treibende Kraft. Leider konnte sie doch den Krankheiten, die im Lager grassierten, nicht entfliehen. Kurz vor der Befreiung des Konzentrationslagers steckte sie sich wahrscheinlich mit Fleckfieber an und starb. Vor gut 75 Jahren blickte Anne Frank von ihrem Dachfenster in geheimen Anbau auf einen Kastanienbaum. Sie träumte weg von einer Welt voller Hass und Gewalt hin zu einer anderen, schöneren Welt. Im Frühjahr 1944 schrieb sie: Wir schauten beide auf den blauen Himmel, den kahlen Kastanienbaum, dessen Äste mit kleinen Tropfen funkelten, auf die Möwen und die anderen Vögel, die beim Rasieren wie Silber aussahen. All diese berührten uns beide so sehr, dass wir nicht mehr sprechen konnten. Wir feierten dieses Jahr zusammen mit den ehemaligen Feind, aber jetzt mit unseren geschätzten Nachbarn 75 Jahre Freiheit. Kann unsere heutige Verbundenheit und Freundschaft besser sichtbar gemacht werden als mit der Pflanzung von 2 Rostkastanien in unsere beide Gemeinden dieses Jahr. Diese Bäume sind verbunden und verbinden uns mit der Geschichte von Anne Frank, mit dem Holocaust, mit dem Zweiten Weltkrieg. Unsere gemeinsame Geschichte, die wir allen mit uns tragen als unserem Erbgut. Anne Frank soll inzwischen 91 Jahre alt gewesen sein, aber sie würde immer noch in einer Welt voller Hass und Gewalt leben, immer noch voller Antisemitismus und Rassismus. Aber genau wie Anne hoffen und träumen wir, auch wir weiterhin von einer anderen, schöneren Welt. Wenn wir uns diese Nachfahren, diese weiße Rostkastanie aus Amsterdam ansehen, vielleicht wieder besseres Wissen, aber wir können nicht anders handeln. Denn nur Hoffnung bringt Leben. Danke sehr. Ja. Ja.
Dann kommen wir der Sache doch näher. Wir starten gerade ein bisschen weiter nach hier. So. Sie eben zu mir hier? Ja.